Ja, servus hier. Die dunklen Seiten von Linz gingen in die siebte Runde. Dieses Mal bin ich hier am Hinsenkampfplatz. Ja, letztens habe ich ja gesagt, dass es insgesamt 3 Schutzzonen gibt. Das ist auch eine davon. Da gehört auch die Unterführung Rudolfstraße, Hinsenkampfplatz dazu. Und halt das ist dann der richtige Hinsenkampfplatz. Das ist auch so ein Ort, kleiner Park. Ja, zurzeit hört man da aber nicht so viel. Früher ist da auch recht zugegangen. Die Schutzzone heißt, dass da auch ein Waffenverbot herrscht und dass dich die Polizei von 0 bis 4 Uhr da wegweisen kann. Also da dürften auch sehr viel übernachten. Ja, und sonst ist der Park halt mitten im Stadtinneren. Da drüben ist gleich die Rudolfstraße. Da ist das neue Rathaus. Da ist dann die Hauptstraße. Ja, und der Park ist mit Blumen und so bepflanzt. Also schaut eigentlich ganz gemütlich aus. Und wie gesagt, zurzeit hört man eigentlich nichts. Also da geht es mehr eher in der Innenstadt recht zu. Aber da dürfte sich die Lage jetzt etwas beruhigt haben. Mit dem Bus kommt man natürlich auch daher. Also da fährt auch von jeder Richtung, statt auswärts, statt einwärts, daher. Ja. Und da außen rum ist auch noch ein Durchgang. Da geht es dann runter, dann zur Donau. Da kommt man dann auf die Donaulände. Na gut, das war's schon wieder hier. Dunkelseiten von Linz Teil 7. Schauen wir noch, wie lange die Serie geht, weil irgendwann geben wir mal jetzt schon mal die Ideen aus. Aber ja, schauen wir, was die Zukunft uns noch bringen wird. Gut, dann servus und bis zum nächsten Mal.